Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn gleich hier aus dem höchsten Norden der Welt. So. Und sieht das nicht schön aus? Wunderschön, oder? Ja. So. Also. Wir machen jetzt Folgendes. Ich sage euch jetzt erstmal, es wird hier eine neue Waffe wieder ins Spiel kommen. Die Suppressed Sniper Rifle wird ins Spiel kommen. Das Ding ist in etwa vergleichbar mit dieser Frostbite Sniper Rifle von dem Save the World Modus. Also mal schauen, wann das Ding kommt. Auf jeden Fall sieht es sehr spannend aus. So, wir schauen jetzt dann mal in den Item Shop rein, was da so aktuell am Start ist. So, heute haben wir den Fate zurück. Okay, der Fate. Irgendwie ist der Ton. Ton ist nicht da, ne? Der Ton ist nicht da. Nö. Kein Wunder, dass der Ton nicht da ist, wenn das Kabel nicht drin steckt. Sehr clever, Herr Gleich, sehr clever. Und oh, jetzt ist der Ton auch da. Ja, wunderbar, Herr Gleich hat das Tonkabel gefunden. So, also. Machen wir weiter. Hier jetzt der Fade Skin. Und der Fade Skin sieht schon recht nice aus. Und kriegt von mir immerhin 7 Punkte von 10. 7 Punkte von 10 für den Fade Skin. Auch hier das Backpack, was man jetzt gerade nicht sieht. Da ist es. Ist echt nice. 7 von 10 für den Fade Skin. Jetzt schauen wir doch mal, wie sieht es denn im Allgemeinen aus mit euren Bewertungen. Hier für den Fade Skin. Wie weit bin ich denn darüber gegangen? Wie? So, für den Fade Skin 4,1 von 5 bei 91 Votes. Sehr, 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 sehr interessant. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier dieses Fated Frame Picke. Die hört sich folgendermaßen an. Sieht echt ganz nice aus. Und der gebe ich jetzt mal. Was gebe ich dir? Ich würde mal sagen, 6 von 10 macht am meisten Sinn. So, hier haben wir 3,63 von 5 bei 8 Votes. Auch am 24. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Der Gleiter ist schon echt cool. Er sieht auch von hinten ganz cool aus, muss ich sagen. Ich gucke jetzt immer wieder, wie die Gleiter von hinten aussehen. Sowas wie mit dem Pferd da. Ich nochmal Bock drauf. Sieht relativ nice aus, der Splitwing, von hinten zumindest, von vorne auch. Und deswegen kriegt er von mir immerhin 7 von 10. So, hier gehen unsere Meinungen etwas auseinander. Hier haben wir 2,33 von 5 bei 3 Votes. So, dann haben wir den Maven. Über den haben wir ja gestern schon geurteilt. Aber wir können uns ja jetzt mal die, what, die Benotung anschauen für den Maven. Wie habt ihr denn, wie seht ihr das denn im Allgemeinen jetzt hier für den Maven? Die Noten. Was mache ich denn gerade hier? So. Also, 4,38 von 5 bei 13 Votes. Nicht schlecht. 151 Reminders, also ihr fahrt voll auf den ab. Mathelehrerin, oder was? Hm?
Ja. Da würdet ihr alle gleich viel besser aufpassen im Unterricht, ne? Da minus plus geteilt mal. Ich glaube, wenn die bei euch Unterricht geben würde, dann würde es nur noch Fünfer und Sechser hageln, ne? Passt keiner mehr auf. Alle. Oh, guck mal. So, hier T-Square. Hatten wir gestern ja auch bewertet. Schauen wir mal, wie hier die Noten sind für den T-Square 3,2 von 5 bei 5 Votes. Jetzt bin ich gespannt beim Papierflieger, weil das, den finde ich ja mal mega geil. Wie habt ihr denn darüber geurteilt? 4,5 von 5 per 10 Votes. Auch nice. Ich finde das Ding auch richtig cool. So, also dann haben wir hier den Burnout. Ja, was soll man denn mit dem Burnout sagen? Burnout sieht nicht schlecht aus. Ist halt ein Biker-Skin. Sieht sie aus wie ein Verschnitt aus Mad Max. Kriegt von mir 6 von 10. So. Hier 4,03 von 5 bei 29 Votes. So, und schauen wir mal hier rein. Diese X. Frage mich, was das sein soll. Ha, schwer zu sagen. Ding, wie hört die sich an? Ist das mal hier? Das Ding kriegt von mir 5 von 10. Schau mal. 2,88 von 5 bei 8 Votes. So. Jetzt haben wir noch den Fossil Flyer. 0 von 10. 0 von 10. 0 von 10. 1,75 von 5. Bei 4 Votes, 20. April 2018. So, der Sushi Master. Sushi Master. Ich halte nichts von dem. Von mir kriegt er 4 von 10. Ist jetzt nicht der schlechteste, aber auch nicht so der Bringer. 4 von 10 für den Sushi Master. Und da haben wir 3,61 von 5 bei 38 Votes für unser Spiel Meines. Jetzt bin ich gespannt. Neue Emotes. Ja, mega nice, muss ich sagen. Ehrlich, ehrlich geil. Lass mal in den Locker reingucken. Was haben wir denn da zur Auswahl dafür? Mal mit schwarzen Ritter. Ei. Mit dem schwarzen Ritter, oder? Ja, unsere Glühwein-Expertin. Mega geil. Mega geil. Es macht richtig Spaß hier gerade. Was haben wir denn noch? Ja, mit dem muss ich mal gucken.
Aber eigentlich müssten wir dafür wie sieht es bei dem aus? Ist ja geil. Damit ist ja geil. Das ist ja mal richtig geil mit dem. Da sieht es ja Hammer aus, ey Leute, da sieht es ja richtig Hammer aus. Mega, 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 mega geil. Dann müssen wir hier wieder gucken. Gehen wir. Das Roadcaption. Das Roadcaption, ja geil. Das Roadcaption ist geil, nicht? So, was haben wir hier noch? Diese Vampirella. Wie sieht's denn bei der aus? Na, zu der passt das nicht wirklich. Zu der passt das gar nicht. Ja, Wolf. Wie immer beim Wolf sehen die Emotes scheiße aus. Tut mir leid, also es ist. Die sehen beim Wolf. Oh, die Western Lady. Natürlich, die Western Lady. Wie kann ich die? Geil. Geil. Mega geil, mega geil. Leute, Leute, Leute. Sieht es mit ihm aus hier? Ich muss sagen, am besten hat es mir tatsächlich mit dem Santa gefallen, oder? Also, ohne Flachs. Santa war es mega geil. Sieht es hier mit ihm aus? Wahrscheinlich nicht ganz so toll. Nee. Mit Santa sieht es am geilsten aus. So. Dann schauen wir hier noch rein. Also, ach so, ich muss ja dem Knee-Slapper noch eine Benotung geben. Natürlich. 10 von 10. Mega geil. Mega geil. Und was haben wir bis jetzt auch? Eine Note ist schon da. Auch hier 5 von 5 bei einem Vote. Mega geil ist das Ding. Also richtig nice. So, dann gucken wir mal beim Mindblown rein. Jetzt möchte ich dazu auch gerne mal eine Mimik sehen. Dazu nehme ich am besten nicht den schwarzen Ritter. Ich nehme wieder die Glühwein-Expertin. Wie sieht denn das aus beim Weihnachtsmann? Schon geil. Aber ganz ehrlich, jetzt im Vergleich, wenn man jetzt die beiden Dinger direkt nebeneinander nimmt, ne, ist Mindblown halt nicht so wirklich. Also Mindblown kriegt von mir 5 von 10. Und das andere Ding ist halt mega geil. Na komm, zum Abschluss lassen wir es nochmal hier mit ihm machen. Ja, dann mache ich mal meine Abmoderation. Ja, wenn euch das heutige Fortnite Daily Shop Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Mit wem? Mit welchem Charakter gefällt euch denn der Knee-Slapper oder der Schublala am besten? Würde mich mal sehr interessieren.
Ja, und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert doch den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Bam badam badabam badam badabada badabada badabam badam badam bam 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 badam badabam bam badam bam 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 badabam badam badam bam 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 badam 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 bam 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 badam badam bam bam bam. Oh, ich bin ja noch in der Aufnahme. Ciao.